Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe Fanpaket. Jawohl. Und schau mal, das ist voll der Weihnachtskarton. Voll toll. Voll die gute Kiste hier mit Nieten und so. Das finde ich voll super. Von der Nicole. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich bin super gespannt. Ja, ich liebe das. Ach Kinder, ihr macht mich immer so glücklich. Mal gucken, was hier so drin sein wird. Das Paket steht hier schon seit gestern. Ja gut, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen. Ja, aber für mich ist es gestern gewesen, dass ich das Paket hier bekommen habe. Ich habe gestern keine Zeit gehabt, das auszupacken. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie neugierig ich hier gerade bin, rauszufinden, was hier drin sein wird. Ja, und warum geht das so schwer aufzuschneiden? Ich bin auch so neugierig. Jetzt haben wir es. Oh, voll toll, Pakete. So, oben drauf liegt ein Brief. Oder ein Post-it, besser gesagt. Warte, Post-it, so. Hallo Michael, mal ein großes Lob an dich, was du so machst. Ob auf Facebook, in der Sammelkiste und Verkaufskiste. Und dass du uns jeden Tag erfreust auf YouTube. Bitte mach weiter so. Liebe Grüße, Nicole. Ja, das kriege ich hin. Ich versuche mein Bestes. Na, auf YouTube ist ja meistens relativ möglich. Und auch auf Facebook und so. Ich bin ja omnipräsent sozusagen. Auf TikTok gibt es mich nicht. Aber ich glaube, das ist auch besser so. Das lassen wir lieber. Dazu bin ich wahrscheinlich zu alt. Wir haben eine Blu-ray. Das finde ich schon mal super. Live It. Von den Machern von Inside und Die Meute. Uncut. Ein totenbleiches Meisterwerk. Das neue Schockmanifest aus Frankreich. Oh, französische Filme sind immer gut. Den kenne ich tatsächlich jetzt so noch nicht. Aber das finde ich interessant. Das sieht super aus. Ein Horrormärchen der besonderen Art. Das hat Cinema geschrieben. Und wenn die das schreiben, dann stimmt das auch. Da freue ich mich drauf. Den werde ich mir sehr bald angucken. Hier ist, glaube ich, noch ein Preis drin. Den machen wir mal raus. Das ist noch einen alten Kassenbon von den letzten Einkäufen hier mit drin gehabt. 500 Euro finde ich hier aber nicht noch, oder? Ah, cool. Dann The Town. Ein Film, den ich tatsächlich, glaube ich, schon gesehen habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Tatsächlich, ich meine, klar, das Gesicht kennt man ja natürlich, ne, vom Affleck. Ja, aber ich bin mir echt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Also das mit diesen Nonnen da, das kommt mir bekannt vor. Kann sein, dass ich den nicht geguckt habe. Hast du hier auch noch irgendwelche Preise drin? Nein, hier sind keine Preise mehr drin. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich ihn schon mal gesehen habe, ich besitze diese DVD nicht, deswegen werde ich ihn mir auf jeden Fall demnächst auch nochmal angucken. Manche Filme guckt man auch gern 2, 3, 4, 5, ganz oftmals. Was haben wir hier? Wir haben ein Stealth Armor Iron Man, eine Nano Metal Fix. Die kennt ihr, das sind halt, da gibt's auch diese großen, das sind diese Milberger, I am the Brain Specialist von Ghostbusters und so. Na, wo dann so eine Wonder Woman einfach so breit ist mit 3 Meter langen Gorilla-Armen. Aber die kleinen Figuren, die sind ganz niedlich. Nicht alle davon sehen toll aus, aber dieser Blue Stealth Iron Man, der kann sich doch schon sehen lassen, ne? Das ist ein, weil der hat halt auch nicht so viel Bemalung, da können sie nicht so viel falsch machen. Haben sie es dann wenigstens... Ja, es ist alles gut bemalt. Sieht super aus. Ein kleiner, metallener Iron Man. Finde ich auch schön. Gefällt mir auch. Iron Man ist immer fein. Ja, oh, wir haben Sticker. Ganz viele Sticker. Ich nehme die mal so. Zeige ich euch mal. Ein paar, was haben wir? Superman. Nightwing. Der Punisher. Und das sind so cartoonische, die finde ich voll geil. Poe Dameron. Ich weiß nicht, ob ihr die scharf seht, aber es nützt ja nichts. Keine Ahnung, irgendwas. Ist, glaube ich, aber auf jeden Fall irgendwie so ein Spider-Man-Kollege, ne? Venom vielleicht sogar. Dr. Doom. Das dürfte Prinzessin Mononoke sein. Mononoke. Dann haben wir hier Schröder, also Shredder. Ich mag diesen Style, das gefällt mir. Das könnte fast von mir sein. Hier werden Venom. Oh, She-Ra! She-Ra ist geil. Hulk. Die sind voll cool. Thanos. Ich hoffe, die werden einigermaßen scharf im Bild. Ich versuche schon, mein Gesicht dabei immer zu verdecken. Oh, hier. Die Alte mit dem Mondstein. Das ist das Sailor Moon. Du kannst es tun. Oh, Robocop. Oh, geil, das sind ja voll die coolen Sticker, ey. Drax. Ah, da seht ihr ja nix. Nochmal mehr Sailor Moon. Ja, die Nicole weiß, was ich gut finde. Oh, Totoro.
das ist Naruto. Ich kenne mich doch ein bisschen aus, muss ich sagen. Das Ohrengesicht. Oh! Von Chihiro. Dann hier Iron Fist. Dann Gwenpool. Die sind mega geil. Ich muss sie euch alle zeigen, ey. Dann haben wir hier. Oh, The Max! Kennt ihr The Max? Geile alte MTV-Zeichentrickserie und auch noch hier Comics und so. Dann hier, na, Michonne von The Walking Dead. Batman und da, wo ich ihn jetzt anfasse, ist das. Ich muss ihn lieber so anfassen. Machen wir lieber so. So ist besser. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist auch von Naruto. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber das ist von Naruto, das weiß ich sicher. Und wir haben hier noch von Bleach, wenn ich das richtig sehe. Der ist von Bleach. Das dürfte Bleach sein. Finde ich super. Na? Die Sticker finde ich ganz, ganz toll und da werde ich auch ein paar von weitergeben, auf jeden Fall. Also wundert euch nicht, wenn der ein oder andere in meiner Lootbox demnächst dann auch noch einen von diesen Stickern findet. Ein paar davon behalte ich auf jeden Fall, finde ich super toll, ne? Aber ich möchte dann auch die Liebe verbreiten, auch an andere Leute. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Nicole, ne? Dass dann ein paar Leute auch noch diese einige von den tollen Stickern kriegen. Weil bei mir, ich klebe die nicht irgendwie groß auf, dementsprechend werde ich so ein paar davon sammeln und ein paar davon gebe ich einfach weiter. Die Liebe verteilen. Sie fällt auch immer wieder runter, die Liebe. So, jetzt war's. So, ach toll. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Oh, und jetzt kommt hier so viel. Oh. Wir haben hier schönes Verpackungsmaterial. Das ist sehr gut. Oh, den Ghostface. Ja, wollo. Das ist ja mega geil. Als Pocket Pop. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt als Pocket Pop. Den muss ich nochmal richtig in die Packung reinquetschen wieder. Da freue ich mich auch drüber. Ghostface als Pocket Pop, das geht auf jeden Fall klar. Der ist ja cool. Ghostface. Kennt ihr Ghostface? Ja, von Scream. Dann haben wir hier... Oh, das scheint mir etwas zu schwer dafür, dass es hier so ein Birds of Prey Dingens ist. Wir machen das mal auf. Aber vielleicht ist es ja auch nur einer. Es fühlt sich aber an wie... Ja, siehst du, ich hab's mir fast gedacht. Es sind nämlich zwei. Es war zu schwer für einen. Eindeutig. Wen haben wir hier? Ich bin gespannt. Wir haben... Ich hoffe, die Namen stehen dabei. Nein. Das ist eine von den 1:6er Birds of Prey. Ich kann euch allerdings nicht sagen, welche das ist. Die sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Na, so mit ihrem Baseballschläger. Ich weiß nicht, welche das sein soll. Die Birds of Prey sind an sich Black Canary und so. Aber bei der weiß ich jetzt nicht, wer das sein soll. Die sieht cool aus mit dem, ne? Heißt das Septum? Septum in der Nase? Ich sage mal Kuhring. Oder Ochsenring. Und wir haben, das ist eindeutig, oh, die sieht ja auch zuckersüß aus. Also sagen wir, du willst die Designs von den Birds of Prey Mystery Minis sind fantastisch. Das dürfte Huntress sein. Huntress finde ich auch mega geil. Die gefallen mir echt gut. Ich finde die super, die Optik. Ich möchte sowas aber gar nicht in großen Mengen sammeln. Aber die zwei stelle ich auf jeden Fall dazu. Na, die kommen einfach zu den Mystery Minis, die ich da schon stehe, von den, wie heißen die? Diese Bombshells, genau. Voll cool. Oh, was hast du hier alles eingepackt, sag mal. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, schau mal. Die sind ja lustig. Da weiß ich jetzt aber nicht, wer das ist. Ach so, das ist wahrscheinlich einer von den Kindern, ne, von Gru. Das sind hier, schaut mal, das sind Minions. Und das sind so Eier-Minions. So Stand-Up-Eier. Ups. Na, die stehen halt wieder auf. Versuchen es zumindest. Na, und dann kommen die hier so hin. Ups, der fällt auch immer wieder runter. Aber er steht unten schon wieder. Und dann gibt's hier. Und ich glaube, das Mädel... Das Mädel ist hier, die sind ja auch witzig, das ist hier irgendwie eins von Groots Töchtern oder so, ne? Die sind auch süß, finde ich auch echt witzig. Gefällt mir, finde ich super. Das ist noch wieder der Kassenbon, den brauchen wir nicht. Was hast du hier? OOB-Pops. OOB-Pops, bin gespannt, was mich hier erwartet. Ah, cool. Sau cool. So, ich weiß schon nicht mehr, wohin mit dem Verpackungsmaterial. Den kennt ihr, ne? Das ist Samwise Gamgee, der versucht jetzt, na, gerade den Ring in den Schicksalsberg zu werfen. Nein, das ist natürlich, wie hieß er denn? Bob? Bei, also Sean Astin ist der Schauspieler und der hat mitgespielt bei Stranger Things. Na, und das ist halt gerade eine Sequenz, kurz bevor es der Herz zerreißend wird, na, im Krankenhaus. Das ist eine ziemlich coole Figur. Man erkennt den Charakter jetzt nur durch die Klamotte, aber na, vom Kopf her nicht so, aber ich finde den trotzdem super. Und dann haben wir einmal, das ist auch nice, das ist Cyborg aus dem Justice League Film. Cyborg. Ach nee, nicht der Cyborg, das ist Cyborg, ja.
Der soll ja auch einen eigenen Film kriegen. Jetzt haben sie das eingestampft. Kann sein, dass er jetzt in dem Flash-Film auftaucht. Na, Justice League war jetzt leider nicht so der Riesenerfolg. Na, aber Cyborg an sich ist eine ziemlich coole Figur. Vor allen Dingen auch eine coole Hintergrundgeschichte. Cyborg ist schon was Krasses. Dann haben wir... Oh, was? Wir haben noch einen Pop. Wow. Captain Marvel. Huch. Ja, allerdings ist das irgendwie Captain Marvel, bevor es Captain Marvel wird. Oder so. Oder ist das ein Gegenspieler von Captain Marvel? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ich habe den Film gesehen, aber ich habe keinerlei Erinnerung daran. John Rock, das... Nee, sie hieß ja Vers, ne? Vers. John Rock ist ein weiterer von diesen Guardian-Leuten. Ja, guckt euch das mal an, wie geil die Rüstung aussieht hier. Dieser Effekt ist echt gut, das haben sie echt gut hingekriegt. Na genau, sie hieß ja Vers, ne? Wegen Denvers. Und da war halt der Name halb abgebrochen. Egal, ist nicht so ganz so wichtig. Auf jeden Fall ist das John Rock. Oder ist das der Charakter, der hier gespielt wird von Jude Law? Kann das sein? Ich bin mir, wie gesagt, namenstechnisch nicht ganz sicher. Ich habe den Film einmal gesehen und auch nur mit so einem halben Auge gefühlt, weil, keine Ahnung. Ich fand ihn ganz nett, den Film, aber das war jetzt halt so, ich habe mir keinen Namen gemerkt oder so. Ja, das war mir so unter ferner Liefen. Finde ich aber ein klasse Pop. Ehrlich gesagt, gefällt er mir echt gut. Ja, ihr wisst ja, so mit Menschenpops habe ich immer so meine Probleme. Ne? So Menschenpops, das ist so immer so, ja, komm, ne, man erkennt sie nicht so gut. Aber das ist schon sehr nice. So, was haben wir? Oh, das packe ich gleich aus. Da muss ich jetzt erstmal gucken wir hier. 50 Rabenschwarze Rätsel Mystery Edition Black Stories. Das finde ich auch cool. Ich versuche es mal auszupacken. Wie packt man es aus? So, hier unten, glaube ich, ne? So, mal sehen, wie das funktioniert. Also, die Suche. Auf der Suche nach einem Toten starb ein Mann unverrichteter Dinge. Der Mann, ein Okkultist, benötigte zur Durchführung seiner Rituale Körper frisch verstorbener Menschen. Dieses Mal hatte er jedoch einen Fehler begangen und einen Untoten für sein Ritual auserwählt. Der Untote ließ den Okkultisten sein Missfallen spüren. Keine Ahnung. Weil eine Frau gerne mit ihrem Haustier spielte, musste sie sterben. Die Frau kaufte sich einen Varan, ein besonders schönes Exemplar, was sie nicht wusste, dass es sich bei dem Reptil um einen Basilisken handelte. Als die Frau ihren Varan einmal zu lange in die Augen sah, versteinerte sie. Da kommst du ja nie drauf. Also, ich meine, da muss man sicherlich viel Fantasie haben, um diese Rätsel zu lösen. Keine Ahnung, wie man das dann spielt. Vielleicht gibt es da noch eine bestimmte Art oder das ist halt einfach zum Lesen. Black Stories, keine Ahnung, ich werde es mir mal genauer angucken, finde ich auf jeden Fall eine super interessante Sache. Sowas ist immer fein, weil das sind Dinge, die ich nicht kenne und da habe ich Spaß dran, mir da anzugucken, wie das funktioniert oder ist das ein Spiel oder kann man das einfach nur lesen? Ist das einfach eine interessante Sache, kleine, interessante, gruselige Geschichten? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Naja, so auf den ersten Blick fand ich es jetzt gerade ein bisschen komisch, so von wegen, aha, da kommst du nie drauf. Aber, ne? Oh, das ist ja krass. Wo hast du das denn gefunden? Also auf jeden Fall, da ist noch der Staub der vergangenen Jahrhunderte dran, scheinbar. Also das ist krass, da muss ich aufpassen, dass mir das nicht komplett zerfällt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja echt der Wahnsinn. Das ist ein altes Comic von Vicky. Hey, hey, Vicky, der Wikinger zieht fest das Segel an. Der war nie am Segeln, der Arsch. Hey, hey, Vicky, der Wikinger. Na, 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 Vicky, hey. Und alle haben sich immer gedacht, das wäre ein Mädchen, weil so lange Haare hatte der Kollege. Aber es ist kein Mädchen. Weil Mädchen sehen hier anders aus. Guck mal, hier seht ihr auch schon auf der Vorderseite, dass Mädchen hier anders aussehen. So. Mädchen haben Kleider und so und noch längere Haare und so. Ja. Und Wimpern vor allen Dingen. Wimpern. Schaut mal, na, das Mädchen hat Wimpern und Vicky hat keine Wimpern. Da könnt ihr das auch schon dran erkennen. Das finde ich ja spannend. Aus welchem Jahrhundert ist das? Also, es gehörte mal einem Olaf. Kann ich das immer rausfinden, aus welchem Jahr das ist? Copyright 1974 bis 79. Es wird also irgendwann aus den 80ern gekommen. Das ist mega geil. Sowas finde ich mega geil. Da werde ich auf jeden Fall meinen Spaß dran haben, das mal durchzulesen. Das ist natürlich krass. Und so ein ganz altes Ding, das ist mega geil. Das finde ich super. So, es hört auch nicht auf. Echt, du bist so lieb. Nicole hat Sachen für mich und das finde ich gerade ganz, ganz toll. Das ist der Wahnsinn. Und das feiere ich sehr, was du hier gerade machst. Das ist, da unten sind, glaube ich, noch Zeichnungen drin. Das muss ich dann auch noch zeigen.
Sehr geil. Du hast mir Hörspielkassetten geschickt. Und zwar Masters of the Universe Folge 1 Sternenstaub, Masters of the Universe Folge 2 Das Todestor, Masters of the Universe Folge 3 Sturm auf Castle Grayskull, eine ganz krasse Folge. Der unbezwingbare Drache ist eine sehr interessante, seltsame Folge, aber auch ganz toll. Folge 4. Dann Folge 5, die Höhle des Schreckens. Auch eine ganz, ganz tolle Folge von den Masters. Na, im Kerker Skeletors, die ich auch sehr, sehr mag. Na, Prince Adam wird in den Kerker gesperrt und He-Man soll kommen, um ihn zu befreien. Aber wie soll er das machen? Er hat das Zauberschwert nicht. Ja, super Folge, auf jeden Fall. Ganz, ganz toll. Und eine meiner absoluten Lieblingsfolgen mit Faker, der ja als Figur immer blau dargestellt wird, wo man sich dann fragt, wie können die den mit He-Man verwechseln? Was ist mit den Leuten? Na, das ist natürlich eine klasse Sache. Und hier in den Hörspielen ist das natürlich so, dass, das sieht man auch auf dem Cover, dass der die gleiche Optik hat wie He-Man und deswegen zum Verwechseln ähnlich ist. Ne? Ganz, ganz tolle Folge auch, ganz, ganz groß. Na, und dann habe ich hier noch etwas, was ich gar nicht kenne. Aber ich meine, gut, ich kenne die Abrafaxe, ne? Aber ich kenne die Hörspiele der Abrafaxe nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Abrafaxe, auch eine interessante Comicreihe. Na, aber hörspieltechnisch habe ich das noch nie gehört und da bin ich sehr gespannt. Ein Originalhörspiel zum bekannten Comic. Tatsächlich ist aber nicht... okay, das ist jetzt witzig. Da muss ich ja glatt auch mal die anderen Kassetten durchgucken. Das ist ja fast noch... Das ist ja interessant. Da ist nämlich gar nicht das drin, was draufsteht. Hier ist der Prozess, ne? Die Abrafaxe. Und die Kassette, die da drin ist, ist aber Perry Rhodan. Die Abenteuer von Mausbiber Gookie. Folge 2. Das ist ja geil. Dann nehmen wir hier mal das Cover raus und packen mal nur die Kassette hier rein. Na, das ist aber nicht schlimm, weil ich meine, die Abrafaxe hätte mich interessiert, aber das finde ich super. Der Perry Rhodan ist nämlich grandios. Na, und diese Folgen kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich kenne die alte Europa-Hörspielreihe, die ist lang, lang her. Und Gookie ist so ein Mausbiber. Den finden sie da im Weltall und der ist halt ziemlich intelligent. Und dann hat die liebe Nicole noch Bilder reingepackt. Zeichnung von ihr. Also nicht von ihr im Sinne von, dass sie hier drauf ist, sondern Zeichnungen, die sie gemacht hat. Das ist einmal zu The Hunger Games. Dann haben wir einmal das wunderbare Kleid und einmal wie Katniss hier ganz regulär da in ihrem Hunger Games Outfit rumläuft. Sehr schön. Wirklich schön koloriert. Das finde ich schön. Ich mag das ja, wenn Leute mir ihre Zeichnungen schicken. Das finde ich schön. Die werden auch alle aufbewahrt, das kommt alles an die Seite, in so, ne? Da keine Sorge, da wird hier wird nichts weggetan oder weggehauen. Oh, das ist ja auch schön, das gefällt mir auch gut. Das ist so ein richtig schönes, ja, das hat hier alles offensichtlich mit Harry Potter zu tun. Ne? Finde ich auch ganz, ganz toll. Schaut mal, seht ihr das? Ne, die verschiedenen Sachen, hier die Eule, dann hier ne, das Symbol hier unten ne, mit den Deathly Hallows sozusagen, ne, das Schwert von Gryffindor. Und so weiter und so fort. Da sind ganz viele Sachen oben. Oben seht ihr, guck mal, hier oben, da ist dann noch so eine Raune, ne, so eine traurige. Dann das Buch, das monströse Buch der Monster, ne, der goldene Schnatz. Dann hier ist Slytherin, dann ein Patronus. Ganz, ganz toll. Gleis 9, 3 Viertel, finde ich super. Karte des Rumtreibers. Das hast du richtig toll gemacht. Gefällt mir, das ist schön. Das gefällt mir. Und? Da sind noch zwei Sachen drin, die hätte ich jetzt fast übersehen. Gut, dass ich sie noch erkannt und entdeckt habe. Das wirst du wahrscheinlich, ich vermute mal, das hast du selber gegossen, oder? Ne? Ist das selbst gebastelt? Ne? Das sind hier zwei so wunderbare, ne? Das ist einmal ein Seepferdchen. Machen die so? Machen nicht so, ne? Ich glaube, die machen nicht so. Na, und einmal eine Tinkerbell. Macht die so? War ein Spaß. Ganz, ganz, ganz tolles Paket. Ich finde das ganz, ganz schön. Ich freu mich richtig derbe. Vielen, vielen Dank. Was ihr immer so kleine Aufmerksamkeit nennt, das finde ich immer sehr erstaunlich, weil wir haben da durchaus unterschiedliche Blickwinkel auf diese Dinge, muss ich ja behaupten. Na, das ist keine kleine Aufmerksamkeit, das ist ein tolles, großes Paket und ich feiere das sehr und ich kann einfach nur Danke, Danke, Danke sagen. Danke, Nicole, das ist wirklich schön. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Und was kann ich dazu sagen? Das ist einfach eine schöne Sache und ich freue mich immer derbe. Ja, und ich weiß, jetzt kommt wieder dieses dauerhafte Wiederholen, wo ich immer Danke, Danke sage, aber es ist wirklich, mein Kopf ist in den Momenten echt immer ziemlich leer. Ja, außer, dass ich mich halt tausendmal bedanken möchte bei euch, weil ich habe eine großartige Community, die ich sehr, sehr feiere und ihr schafft das immer wieder,
mich mit diesen Dingen zu überraschen und zeigt mir damit, wie ihr selber diese Dinge so wertschätzt. Und ich schätze diese Dinge hier natürlich auch alle wert und feiere das sehr. Deswegen, ich kann einfach nur Danke sagen an euch als Community und jetzt in diesem Falle speziell an dich, Nicole. Das ist ein ganz, ganz tolles Paket. Lasst der Nicole mal einen Daumen da, das hat sie sich ja absolut verdient. Na, und ansonsten denkt dran, macht mal ein Abo, macht mal Benachrichtigungsglocke, schreibt mir Kommentare, wie gefällt euch das hier. Na, und ja, schaltet einfach wieder ein. Na, und ich werde jetzt gleich erstmal ein bisschen tippen gehen und mich bei der Nicole nochmal persönlich bedanken. Also, wisst ihr Bescheid, bis dahin bin ich raus, macht's gut. Tschüss.